Heute ist der 25. April. Wir befinden uns in Gilonagora bei der Firma Autoservice. Heute übergeben wir hier den 200. Mercedes-Benz Actros an die Spedition Rosner. Und es ist nicht irgendein Mercedes, sondern es ist der neue Actros. Und darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders. Ja, da möchte ich Ihnen symbolisch natürlich auch die Schlüssel übergeben. Hoffentlich die Schlüssel zum Erfolg. 10-mal neuer Actros in ja. Ihrer Flotte, Rosner. Alles Gute damit. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind international tätig. Wir haben Häuser in Tschechien, in Deutschland und natürlich auch hier, wo wir heute sind, in Polen. Wir transportieren überwiegend Jumbo-Großraumverkehre mit fast ausschließlich Daimler-Benz-Fahrzeugen. Wir haben in der Gruppe 300 Daimler-Benz-Fahrzeuge, alles Actros, und haben jetzt hier 10 neue Actros-Modelle übernommen, die wir jetzt testen wollen, weil uns Daimler-Benz dieses neue Fahrerhaus und das neue Equipment zur Verfügung stellt. Wir wollen das Fahrzeug testen, weil wir nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit gucken wollen, sondern wir wollen unseren Kraftfahrern was Neueres und Modernes und was Sicheres bieten, weil das Problem Kraftfahrer wir immer mehr in weiterer Zukunft bekommen. Unsere Actros werden im Schnitt nach 7 Jahren ausgetauscht. Dann haben sie eine Kilometerlaufleistung zwischen 750 und 800.000, sodass wir eigentlich jedes Jahr 40, 50 Actros neu austauschen müssen.